Viele Streifenwagen, Rettungswagen mit Notarzt und der Löschzug der hauptamtlichen Wache in Bereitschaft. Straßensperrungen der Marienbonner Straße und des Brüderweges. Großeinsatz für die Kräfte von Polizei und Rettungsdienst in Siegen am Dienstagmorgen. Ein junger Mann aus einem Haus an der Hessischen Straße drohte damit, sich umzubringen. Bei dem Haus handelt es sich um betreute Wohngruppen. Rund 12 Menschen leben nach ersten Angaben in dem Haus. Da die Lage vor Ort ungeklärt war und auch nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Mitbewohner in Gefahr waren, blieb der Polizei nichts anderes übrig, als umfangreiche Maßnahmen einzuleiten. Eine Kräftesammelstelle wurde eingerichtet und Polizeikräfte aus dem gesamten Kreis Siegen-Wittgenstein wurden zusammengezogen. Die Straßen rund um den Einsatzort wurden gesperrt. Es wurde Kontakt zu dem jungen Mann aufgenommen. Im Verlaufe dessen konnte er von Polizeibeamten an der Wohnungstür überwältigt werden. Der Mann wurde an den Rettungsdienst übergeben und wurde mit Polizeibegleitung einem Spezialkrankenhaus zugeführt.